Herzlich willkommen, liebe Stubenhocker, nach 7 Monaten und über 200 geschlossenen Tagen geht es jetzt endlich wieder am 1.6., am 1. Juni bei uns weiter im Wohnzimmer in Backnang. Wie sonst auch und jeher startet dann die Stube an einem Bierdiplom-Dienstag und die Woche wäre von Dienstag bis Sonntag, stimmt nicht, bis Samstag, von 18 bis 21 Uhr dann geöffnet. Ja, unser Einsteigerkurs Betreutes Trinken findet, wie gesagt, von 18 bis 21 Uhr statt und die bekannten Hygieneregeln sind natürlich zu beachten, wie in allen anderen Gastronomien natürlich auch. Wir zum Beispiel die maximale Gästeanzahl von 5 Leuten aus 2 Haushalten dürfen dann bei uns platziert werden. Ebenso müssen natürlich wie sonst auch immer die Kontaktdaten angegeben werden, ob jetzt digital oder in schriftlicher Form, ist uns egal. Hauptsache wir haben sie und können dann auch nachverfolgen. Und ein negativer Test oder ein vollständiger Impfpass, also 14 Tage nach der zweiten Impfung, ist dann erlaubt und man darf dann somit die Stube betreten. Ebenso natürlich dieser 6 Monate alte PCR-Test maximal, der gilt dann für die Genesenen und somit dürfen die dann auch bei uns gerne platziert werden. Die Teststationen, um den Bürgertest machen zu können, befinden sich im Umkreis von 400 Meter um die Stube rum gleich 4-mal. Angefangen ist es hier die Brückenapotheke, also da dahinter beim Deutschen Roten Kreuz. Da kann man sich impfen lassen, ebenso bei der Bleichwiese, beim Bleile gegenüber. Und neuerdings jetzt auch beim Gary Weber bzw. vorm Gary Weber gegenüber vom Depot. Und die 4. Möglichkeit wäre dann bei der Apotheke am Obstmarkt. Völlig unproblematisch. Ihr könnt einfach euch online einen Termin bei den Stationen dann holen. Und mit diesem Test, der dann 24 Stunden gültig ist, kommt ihr dann zu uns und wir gewähren euch den Einlass und ihr werdet natürlich auch dann von uns wie immer herzlichst bewirtschaftet. Ja, und wir sind natürlich gespannt, was ihr zu eurem zweiten Zuhause sagt, das wir in jeder freien Minute für euch noch bequemer und noch schöner und in erster Linie natürlich noch sicherer gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf ganz viele bekannte Gesichter und wir werden sicherlich wieder eine schöne gemeinsame Zeit haben, da bin ich mir sehr sicher. Bedanken möchte ich mich jetzt natürlich in erster Linie und im Vorfeld schon mal bei meiner Familie, die mir mit Zuspruch und Rückhalt und natürlich sehr großer Hilfe immer den Rücken freigehalten haben und immer hinter mir gestanden sind. Dankeschön. Und ebenso danke ich auch meinem Team, die jetzt sehr lange warten mussten, dass sie dann endlich auch wieder tätig werden können für euch. Und ich danke auch allen Helfern, die mit viel Optimismus an die Sache glauben hier und wie ich den Kopf nie hängen gelassen haben. Wir Stubenrocker sind motivierter denn je und haben noch sehr viel vor. Bald folgen dann auch noch mehr Infos dann in unserem Livestream von Wozi Television. Das wir euch dann natürlich wie immer dann wie letztes Jahr 3-mal, jetzt dann das 4. Mal nach Hause streamen. Und da gibt es dann ein Review der letzten ereignisreichen Monate. Für mich waren sie sehr ereignisreich, trotz des Lockdowns. Da wollen wir natürlich euch nicht im Unwissen lassen. Ebenso die Vorschau für Corona-konforme Events jetzt dann auch in Zukunft.
Bleibt also gespannt. Schaltet rein, wenn es dann wieder heißt Wozi Television und wenn ich dann wieder den Termin durchgebe. Ja, bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns im Wohnzimmer am Willy-Brandt-Platz und bis Dienstag oder die Tage. Euer Stubenhocker und bald auch wieder Stubenrocker Alex.